Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon am Videotitel erkannt habt, geht es heute um ein ganz spezielles Thema, wovon ich euch schon seit Monaten die Ohren voll geheult und voll gequatscht habe. Aber heute ist es endlich soweit, denn heute eröffnet mein Etsy-Shop. Tada! Ja, und damit wurde auch der Name des Shops enthüllt. Ich habe ja versucht, ihn noch ein bisschen geheim zu halten. Aber ja, jetzt ist es offiziell. Der Shop heißt Pen and Alex. Ich bin von meinem Benutzernamen Dummes Mädchen ein bisschen weggegangen, weil ich mit der Zeit gemerkt habe, dass sich auch viele daran gestört haben, sag ich mal. Und ja, deswegen wollte ich etwas Eigenes erfinden und sowas habe ich bisher noch nirgendwo gesehen und der Name hat mir sehr gut gefallen. Er ist übrigens meinem Freund eingefallen und er ist international, also auf Englisch und ich finde, es klingt ganz schön, Pen and Alex. Ja, auf jeden Fall ist der Shop jetzt ab heute eröffnet und wie ich schon angekündigt habe, an manchen Stellen starte ich mit 4 verschiedenen Sticker-Sets und die will ich euch natürlich heute zeigen. Und zwar sind das diese 4 Sticker-Sets, die ich jetzt in meinem Shop anbiete. Und die will ich euch jetzt mal nach und nach vorstellen. So allgemein noch gesprochen, die Sticker-Bögen an sich sind etwas größer als A6. Also in den Artikelbeschreibungen stehen auch die genauen Maße davon. Und ich werde sie jetzt wahrscheinlich einblenden, aber aus dem Kopf weiß ich sie gerade leider nicht, weil das ungerade Zahlen sind. Ja, auf jeden Fall ein bisschen größer als A6. Sticker wurden alle auf 90 Mikrometer Transparentfolie bedruckt in einer externen Druckerei, damit ich auch eine gleichbleibende Qualität garantieren kann sozusagen. Also ich habe sie nicht zu Hause gedruckt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Shops, die ihre Sticker zu Hause drucken, irgendwie schlecht sind. Aber mein Drucker ist auf jeden Fall viel zu schlecht dafür. Und ja, deswegen blieb mir auch nichts anderes übrig, außer das eben bei einer externen Druckerei zu drucken oder mir einen teuren Drucker anzuschaffen. Ja, und da habe ich die erstere Lösung gewählt. Ja, wie schon gesagt, sind die Sticker auf Transparentfolie gedruckt. Dementsprechend sind die Sticker auch so halb durchlässig, halb transparent. Ich werde euch auch nachher ein paar Anwendungsbeispiele zeigen, sag ich mal. Und auf den im Shop sind auch einige Bilder davon zu sehen, wie die Sticker im Hobonichi oder im Filofax kleben. Nee, im Filofax glaube ich nicht. Aber ja, da werde ich bestimmt auch mal eine Wochendeko dazu machen. Ja, das war es soweit zu dem Vorgeplänkel, zu dem Allgemeinen. Jetzt werde ich euch natürlich die Sticker-Sheets noch einzeln vorstellen. Und zwar ist das hier das erste Sticker-Sheet. Ich werde euch jetzt wahrscheinlich Nahaufnahmen davon einblenden. Und zwar ist das Diary Sticker Stationery Set. Ja, und hier habe ich einfach versucht, alles abzubilden, was ich selber sehr, sehr gerne mag. Angefangen beim Filofax über Hobonichi, Traveler's Notebook. Das Schwarze soll so eine Art Leuchtturm sein. Für mich ist es das Skizzenbuch, für andere ist es das Bullet Journal oder was auch immer. Dann natürlich ganz viele Washi-Tapes. Ich habe sie einfach versucht, so einfarbig zu halten. Eine To-Do-Liste, ein Lineal, Stifte, ein paar Mäppchen, ein Kleberoller. Ich weiß nicht, wieso mir das eingefallen ist, aber ich fand das ganz cool. Vielleicht so ein bisschen, um zu markieren, dass man einen neuen Kleberoller braucht. dann ein paar Notizblöcke einfach und 2 iPhone-ähnliche Geräte habe ich noch dazu gezeichnet. Ja, um vielleicht einfach irgendwelche wichtigen Anrufe oder sowas kennzuzeichnen. Also ich habe mir versucht, bei allen Sachen ein bisschen was zu denken, denn wie ihr wahrscheinlich auch in meinen Hobonichi-Bildern gesehen habt mittlerweile auf Instagram, habe ich die Sticker vorher 1000-mal Probe gedruckt und die waren alle nicht transparent. Die hier sind aber, wie gesagt, transparent. Und ich habe sie da natürlich soweit getestet und man kann sie gut anwenden, sag ich mal. Das Set gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich habe hier, wie gesagt, sehr viele Sachen vereinigt, die mir sehr gut gefallen.
Dann ein zweites Sticker-Sheet ist das Diary Sticker Leisure Set, also Freizeit. Und hier habe ich ganz viele Chibis vereinigt, die ich total oft zeichne in meinem Hobonichi, sag ich mal. Zum Beispiel ein Mädchen mit einem Planer. Das kennt ihr, glaube ich, auch von meinem Filofax Wochendeko-Untergrund. Da habe ich ja auch so ein Mädchen in etwas größer kleben. Dann eine, die joggt, eine, die mit einem Traveler's Notebook unterwegs ist, eine, die mit einem Skizzenbuch unterwegs ist, eine mit einem Brief, eine, die liest, eine, die Pizza isst, denn Pizza is love, Pizza is life. Eine, die schläft, eine mit einem Laptop, eine mit einer Katze und eine mit einem Gameboy. Ja, ich finde die alle ziemlich cool. Und ja, natürlich ist es an meine persönliche Alex-Figur angelehnt, mit den braunen Haaren und so weiter und auch vom Aussehen allgemein. Aber ja, ich denke, das können auch andere Personen einfach ganz beliebig verwenden. Und ich habe auch natürlich daran gedacht, dass das ziemlich gut in die Personal Filofax-Einlagen ziemlich gut passt. Also man kann sich damit auch ganz gut irgendwelche Termine oder Ereignisse markieren im Filofax. Dann das dritte Sticker-Sheet nennt sich Diary Sticker Emotions. Und hier sind wieder ganz viele kleine Chibi-Mädchen vereinigt, die ja verschiedene Emotionen darstellen sollen. Von verliebt bis wütend über fröhlich, schreiend, genervt, fröhlich, weinend, niedergeschlagen, ist einfach alles dabei. Und die habe ich nun wirklich ziemlich oft in meinem Hobonichi verwendet und man kann sie einfach immer sehr gut verwenden, wenn man zum Beispiel einfach gerade keine Lust hat, selber zu zeichnen oder sich damit auch einfach im Filofax irgendwas zu markieren, was markiert werden sollte. Ja, also ihr wisst, wie ich das meine. Es ist auf jeden Fall ganz cool und eignet sich ziemlich gut dazu. Auch hier die Sticker ziemlich gut passend in die Personal-Größe. Also ich denke, für A5 sind sie schon ein bisschen klein, aber auf jeden Fall die meisten, die ich auch kenne, verwenden ja die Personal-Größe. Und da passt es ziemlich gut, meiner Meinung nach. Und dann will ich euch natürlich das vierte Sticker-Sheet nicht vorenthalten. Und wie soll es auch anders sein bei mir? Es sind Katzen! Ja, ich habe mich hierbei an meinen eigenen Katzen orientiert. Ja, als ich die Motive dazu gezeichnet habe, habe ich meine Katzenfotos durchgeguckt von meinen eigenen Katzen und habe sie in ihren typischen Posen festgehalten, sozusagen. Sie sehen auch ein bisschen aus wie meine Katzen, also auch wenn man von der schwarzen Katze fast nichts erkennt, ist es auch in Wirklichkeit so, wenn man Fotos von einer schwarzen Katze macht, man erkennt einfach nie irgendwas. Aber ja, da sie eben ein bisschen halbdurchlässig sind, erkennt man auf einem Untergrund etwas mehr von der Mimik der Katze. Ja, auf jeden Fall sind die Katzen hier in ihren natürlichen Bewegungen festgehalten, meistens beim Schlafen, beim Kuscheln, beim Rummiauzen und Nerven, wenn sie sich in einem Rucksack oder in eine Tüte verstecken. Und ja, das konnte ich auf jeden Fall auch schon ziemlich oft anwenden. Was ich noch vergessen habe zu sagen zu den Stickern allgemein ist, dass sie alle vegan sind tatsächlich. Denn ja, alles an den Stickern ist vegan. Der Klebstoff, das Material, die Herstellung ist vegan, was ich ziemlich cool finde. Ich wusste vorher nämlich auch gar nicht, dass Sticker auch nicht vegan sein können, aber ja, tatsächlich. Und die Sticker sind auch für Outdoor-Sachen geeignet, denn sie sind UV-resistent, sag ich mal, und man kann sie draußen auch irgendwo hinkleben, wenn man möchte, oder an irgendeinen Gegenstand, der oft der Sonne zum Beispiel ausgesetzt ist. Also es wird wahrscheinlich nicht jahrelang halten, aber fürs Erste ist es auf jeden Fall UV-resistent und auch wetterfest, denn es ist ja transparent Folie und kein Papier oder so, also man kann es
nicht nur im Kalender oder im Hovonichi verwenden, sondern auch auf anderen Gegenständen. Ich habe auch überlegt, meinen Surface damit zu bekleben, aber ich weiß nicht, ob das selbstverliebt wäre. Ja, insgesamt muss ich sagen, dass ich schon ziemlich stolz bin auf das Endprodukt. Ich bin ziemlich zufrieden damit. Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist natürlich der Preis. Ich habe lange hin und her überlegt und ja, für die Qualität denke ich mal, dass das in Ordnung ist vom Preis her, denn ich verlange für jedes Stickersheet 3 Euro im Shop. Dazu kommen natürlich noch Versandkosten und ja. Ja, dann noch allgemein zu dem Shop an sich. Ich starte jetzt natürlich mit diesen 4 Stickersheets. Das war mein Ziel von Anfang an. Aber ich denke, ich werde auf jeden Fall den Shop so nach und nach immer mal wieder auffüllen. Ich habe zum Beispiel jetzt einige florale, realistischere Motive angefangen, mit denen ich zum Beispiel vielleicht sowas wie Postkarten gestalten möchte. Oder ja, andere Sachen. Mal schauen. Ich weiß noch nicht. Außerdem könnt ihr natürlich, je nachdem, ob ihr vielleicht Vorschläge oder Anregungen, Kritik für mich habt, mich jederzeit kontaktieren über die folgende E-Mail-Adresse. Die werde ich jetzt hier irgendwo versuchen einzublenden. Ich kann sie euch aber auch gerne sagen. Und zwar ist das penandalex@gmail.com. Darüber werdet ihr mich ganz normal erreichen können. Und ja, wenn ihr zum Beispiel Vorschläge habt für neue Produkte und wenn ja, das auf viel Zustimmung trifft, ja, werde ich mir das auf jeden Fall überlegen, ob ich das auch umsetzen möchte. Ja, außerdem habe ich für meinen Shop jetzt extra einen Instagram-Account erstellt. Und zwar heißt er einfach penandalex. da werde ich auf jeden Fall immer mal wieder Sachen posten und ja, das Ganze aktuell halten. Und ja, da vielleicht ab und zu auch mal nach Vorschlägen fragen oder einfach, wenn ich neue Produkte in den Shop kriege, das auch da natürlich verkündigen. Aber es wird auch auf meinem normalen Instagram-Account wahrscheinlich ja, auch ab und zu Shop-relevante Bilder geben. Ja, ansonsten, was möchte ich denn noch sagen? Ich habe auf jeden Fall vor, mir auch sehr viel Mühe beim Verpacken zu geben, denn es macht mir auf jeden Fall Spaß und auch wenn es sehr, sehr zeitintensiv ist, Briefumschläge zu dekorieren und das Ganze alles immer hübsch einzupacken. Ich persönlich freue mich auch immer sehr darüber, wenn ich irgendetwas zugeschickt bekomme, was ich bestellt habe, was nett verpackt ist. Da fühlt man sich, als hätte man Geburtstag und man hat Freude beim Auspacken. Ja, und dieses Gefühl möchte ich natürlich auch an andere oder an euch weitergeben und mir ganz besonders viel Mühe beim Verpacken auch geben. Und ja, ansonsten war es das jetzt, glaube ich, soweit. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu lang. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt über euer Feedback und wie ihr die 4 Stickerbögen jetzt erstmal findet. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich, ja, unterstützt und etwas aus meinem Shop kauft. Natürlich nur, wenn es euch auch wirklich gefällt. Es ist auf jeden Fall jetzt erstmal genug da, denke ich mal. Also es sollte jetzt nicht in nächster Zeit etwas alle werden. Ja, und ich denke, das war es erstmal soweit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein wenig aufgeregt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr davon haltet. Der ist ein Kater gerade runtergesprungen. Ja, ich wünsche euch noch eine wundervolle Restwoche, beziehungsweise schon wahrscheinlich Anfang, ja, einen neuen Start in die neue Woche, je nachdem. Und ja, lasst mir auf jeden Fall Feedback da. Es würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ich sage was, ich erzähle etwas über meinen tollen neuen Shop.